Viel Spaß mit Stuggi TV Worldwide. Wünscht dir Tipps and Trips, Jugendinformation Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worldwide. Heute zieht es uns, wie versprochen, nach Weißrussland, genauer gesagt nach Minsk. Viktor Moster, 19 Jahre alt, aus Nussbach, lebt und arbeitet dort. Viktor arbeitet für Youth Education Center, einen europäischen Freiwilligendienst. Hallo Viktor. Warum hast du dich denn entschieden, Deutschland den Rücken zu kehren? Da gibt es mehrere Gründe, aber der einfachste Grund ist, ich hatte keinen Plan, was ich nach der Schule machen will und warum nicht ins Ausland und Freiwilliger sein. Jetzt ist Minsk ja nicht unbedingt ein Land, was einem sofort in den Sinn kommt, wenn man an Auslandsaufenthalt von Jugendlichen denkt. Warum zieht es dich nach Weißrussland? Mich hat es dann nicht wirklich hingezogen. Es waren eher mehrere Zufälle. Eine Freundin von mir war in der Ukraine, die hat dann Kontakt zu meiner Organisation hier bekommen und die hat dann erzählt, ja, die suchen da noch immer Freiwillige und ich habe auch noch immer irgendwas gesucht für mein nächstes Jahr und dann dachte ich, warum nicht Minsk? Und für alle von euch, die Weißrussland noch nicht kennen, hier kommt Minsk aus der Sicht eines Touristen. Wie darf man sich denn einen typischen Tagesablauf bei dir vorstellen? Also für gewöhnlich stehe ich so zwischen 9 und 10 auf, mache ein bisschen Sport morgens, dann nachmittags geht eigentlich die Arbeit dann los, dann gehe ich in die Organisation und ja, zum Beispiel am Montagabend, dann haben wir noch bis spät, bis 10 Uhr Deutschunterricht, dann komme ich so 23 Uhr nach Hause. Wenn du jetzt an die 8 Monate, die du dort schon lebst, zurückdenkst, gab es irgendeinen besonderen Moment, der dir sofort ins Gedächtnis kommt? Kein wirklich ein großer Moment, aber da gibt es einfach viele Klagen. Zum Beispiel unser erstes Event hier, wo einfach die Leute kamen und denken, okay, man wird akzeptiert, was wir hier machen. Oder auch zum Beispiel der erste Tag nach dem langen, harten Winter ohne Schnee und wirklich mit Sonne, wo man im T-Shirt rausgehen konnte, war auch wirklich groß. Und jetzt seht ihr eine Bildershow von Viktor in Minsk. Gab es während dieser Zeit denn auch Momente, in denen du am liebsten zurückgeflogen wärst? Natürlich, da gab es auch diese Momente. Und ja, war zum Beispiel ein Moment, war ziemlich hart für mich, war, als mein Großvater gestorben ist. Und da bin ich natürlich dann auch zurückgeflogen. Ja, war auch sehr überraschend. Also der Tiefpunkt meiner Zeit hier. Bist du dann trotzdem wieder gerne zurückgeflogen oder wärst du gerne in Deutschland geblieben? Natürlich wäre man dann gerne in Deutschland geblieben, aber das Leben geht weiter. Und wie liefen denn deine Vorbereitungen für diese große Reise ab? Ehrlich gesagt, ich habe bis 2-3 Tage vorher nicht wirklich realisieren wollen, dass es eigentlich jetzt losgeht und habe eigentlich alles immer weiter nach hinten geschoben und ja. Klar gab es so Sachen wie, man musste ein Visa beantragen, aber das ist ja gut, das lief dann so irgendwie nebenher, aber wirklich los ging es dann mit Kofferpacken und so weiter erst 1-2 Tage vorher. Gab es große Schwierigkeiten, die sich aufgetan haben während dieser Zeit? Eine Hürde war auf jeden Fall das Visum für Weißrussland zu beantragen. War nicht ganz einfach und welche Dokumente man da jetzt hinschicken muss und man hat nie wirklich eine richtige Auskunft von nirgendwo bekommen und ja, das war schon etwas schwer, hat aber im Endeffekt doch gut geklappt und ja.
Und wenn ihr auch Lust auf einen Trip mit dem EFD habt, hier einige wichtige Informationen, wie ihr vorgehen solltet. Bei der Organisation handelt es sich um den Europäischen Freiwilligendienst, den EFD, ein Teil des Youth in Action Programmes der Europäischen Union. Grundsätzlich geht es um die Mithilfe bei einem gemeinnützigen Projekt im Ausland, neue kulturelle Erfahrungen und die Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse. Am Ende jedes Aufenthaltes bekommt der Jugendliche ein Zertifikat, das die Teilnahme bestätigt. Möglich ist dieses Programm für alle Jugendlichen zwischen 18 und 30 Jahren. Außerdem sollte man aus der EU oder einer Nachbarregion, zum Beispiel Eastern Europe, kommen. Wohin es geht, bleibt letztendlich dir überlassen. Innerhalb der EU gibt es keine Ländergrenzen. Jedoch muss die Organisation von der EFD akkreditiert sein. Was bleibt, ist die ledige Frage mit dem Geld. Der Jugendliche muss bei dem EFD nur 10% der Reisekosten übernehmen. Den Rest trägt die EU. Auch die Visakosten werden komplett erstattet. Ein Freiwilliger im EFD hat jeden Monat einen bestimmten Beitrag zur Verfügung. Darin enthalten Verpflegung, Taschengeld, Unterkunft und die öffentlichen Verkehrsmittel. Weitere Informationen zum Programm gibt's unter www.goforeurope.de. Für alle StuGi-TV-Zuschauer, die auch gerne mal nach Weißrussland reisen würden, was muss man denn mitbringen für so einen Auslandsaufenthalt? Hast du da persönliche Tipps? Auf jeden Fall ganz viel Mut und sich keinen Kopf machen, wenn man als Ausländer erstmal angeguckt wird und oh mein Gott, ein Ausländer, ein Alien. Wie sieht deine Zukunftsplanung aus? Meine Zukunftsplanung sieht aus, dass ich hoffentlich demnächst bald meine Immatrikulationsbescheine, nein, die nicht. Okay, ich werde demnächst hoffentlich bald meine Zulassungsbescheinigung für irgendeinen Studiengang meiner Wahl in die Briefkasten bekommen und dann hoffentlich irgendwo in Deutschland studieren. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Viktor, und wünsche dir noch ganz viel Glück für die Zukunft und das Finden eines geeigneten Studienplatzes. Vielen Dank. Gerne, Laura. Tschüss. Und nächsten Monat besuchen wir Jenny Paschke in Costa Rica, die dort in Zentralamerika ihr Spanisch aufbessert. Ich freue mich auf euch.